Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh und damit zum ersten Nicht-Review auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ja, die Hälfte des Jahres soweit ist rum und da könnten wir doch mal so eine Top 5 machen der Sorten, die ich jetzt die letzten 6 Monate so am heftigsten gefeiert habe, die ich am liebsten rauche, die mir einfach am besten schmecke. Das wird, wenn alles klappt, auch das letzte Video in der Kulisse sein. Ja, ich habe, wenn alles klappt, viele kennen es vielleicht aus meinen Insta-Stories, wer mir auf Instagram folgt. An der Stelle nochmal, folgt mir gerne auf Instagram. Da ein 60 Liter Aquarium stehen. Ich will mich vergrößern, weil mir das einfach zu klein ist. Kauf mir am Freitag wahrscheinlich, wenn alles klappt, von eBay Kleinanzeigen von jemandem ein 240 Liter Becken. Das kommt dann hier drüben hin und da werden wir dann wahrscheinlich die Videos davor aufnehmen. Da ist die Ausleuchtung ein bisschen besser. Einfach die Kulisse ist cooler. Und ja, von daher genießt es nochmal dieses und nächstes Video, die Aussicht. Ab dem nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich eine andere sein. Ja, ansonsten fangen wir direkt an. Vielleicht noch kurz was zu meinem Setup heute. Wir rauchen in der Amy Carbonica Gear mit Moblaco, Alufolie und 3 Black Kokos. Das Ganze noch auf einem Kaminsieb, also die Kohlen, und im Kopf haben wir 50% Love 66 von Adalia und 50% Aquamenta Pineapple. Ja, und fangen wir doch gleich an mit dem Platz 5. Übrigens, ich verlinke euch alle Tabake, wo ich Reviews zu gemacht habe, und das sind alle hier oben, da oben in der Infocard, da könnt ihr draufklicken und könnt euch das Review nochmal angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Platz Nummer 5 ist, da habe ich ein Review auch zu schon gemacht, der X-Racher Pink Lemonade. Das Ganze ist ein super leckerer Beerenmix, der aber nicht zu süß ist, sondern sogar leicht herb, keine Minze, kein Menthol. Der ganze Tabak ist TBD2 konform. Ihr habt eine schöne Waldbeerenmischung, die leicht herb ist im Abgang. Super lecker, wenn ich da noch ein bisschen Minze oder Menthol dazu haben möchte an warmen Tagen, mische ich noch ein bisschen Love 66 mit rein, was ihr ja auch so eine Fruchtmischung habt und halt eine gewisse Kühle dazu. Von mir auf jeden Fall mein Platz 5, X-Racher Pink Lemonade. Dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 4 und das ist ein Tabak, den habe ich vor kurzem erst vorgestellt, und zwar ist es eine neue Almasiva Sorte, und zwar der Handgemacht und Illegal. Das Ganze ist ja eine Kiwi Ananas und ja, ich finde den einfach sehr sehr gut. Ihr habt eine schöne, nicht ganz so penetrante Kiwi und eine super herbe, spritzig saure Ananas, die das Ganze schön abrundet. Ja, ist definitiv top. Ein bisschen Minze oder Menthol könnte man hier noch mit reinmischen in Form von Drops oder Stein. Ich denke mal, da wäre der noch ein Stück geiler. Aber auch so ist es für mich ein Top-Tabak. Damit, Leute, wären wir auch schon bei Platz Nummer 3. Den Tabak habe ich jetzt mittlerweile sogar schon seit einem Vierteljahr. Ja, ich teile mir den sehr gut ein. Es ist ein etwas teurerer Tabak, und zwar geht es um den Fumari White Peach bzw. White Peach. Ja, das Ganze ist, wie der Name schon sagt, ein weißer Pfirsich, und da es von Fumari ist und somit aus den USA importiert, etwas teurer mit 22,90 für 200 Gramm, beides in so 100 Gramm Beuteln abgepackt. Das ist einfach ein sehr, sehr natürlicher weißer Pfirsich, also ein etwas herberer, doch trotzdem mit einer gewissen Süße dahinter. Einfach ein perfekter, natürlicher Pfirsich, wie ich finde. Rauche ich aktuell sehr, sehr gerne. Und ja, ist damit mein Platz 3 und quasi der erste Tabak, der auf dem Treppchen steht und somit die Bronzemedaille bekommt. Zwischen Platz 2 und Platz 1 ist mir die Entscheidung ehrlich gesagt sehr, 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 sehr schwer gefallen, weil das sind beides Tabake, die ich über alles liebe.
die sind einfach, keine Ahnung, auf ihre Art und Weise sehr, sehr besonders. Ich finde sie einfach mega, mega lecker. Könnte ich tagtäglich im Wechsel rauchen. Deswegen sind beide auch schon leer. Und damit kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist Adalia Eiskaktü. Das ist so ein geiler Tabak. Ich weiß gar nicht, wie ich den richtig beschreiben soll. Ja, ihr habt diese Kaktusfeigennote, die einfach perfekt ist. Die ist absolut ausgewogen zwischen süß und nicht zu süß. Und ihr habt diese Eisnote von Adalia dabei, die viele wissen es, ich hasse es, wenn der Tabak zu kühl ist und dir alles wegreißt und du am besten Gehirnfrost davon bekommst. Das kann ich gar nicht leiden, aber hier beim Eiskaktü, finde ich, ist das Ganze perfekt abgestimmt. Ihr habt eine schöne, angenehme Kühle, die auch an diesen heißen Tagen wie jetzt im Sommer perfekt ist. Wie gesagt, nicht zu kalt, aber auch nicht zu wenig. Und dann wären wir auch schon beim letzten Tabak und das ist Platz Nummer 1. Die Dose habe ich leider nicht mehr, weil die mit als erstes alle war. Ich habe jetzt mal hier eine andere Dose und ihr könnt es am Deckel ja schon lesen. Aquamenta. Und welcher soll es anders sein, außer der diesjährig rausgekommene oder vor kurzem erst rausgekommene Aquamenta Black and White. Es ist ein Traube-Minze-Tabak und davon gibt es ja mehr als genug. Aber der Black and White ist in seiner Art und Weise, finde ich, sehr einzigartig. Ihr habt eine helle Traube gemischt mit einer dunklen Traube und dann diese super abgestimmte Aquamenta-Kühle dabei. Dieser Tabak ist für mich einfach Liebe pur. Ich könnte davon 5, 6, 7 Dosen wegsuchten, kein Problem. Haben aktuell leider nicht da, aber ich hole mir auf jeden Fall wieder, weil es ist aktuell einfach mein absoluter Lieblingstabak. Ihr könnt den, also Traube Minze geht ja prinzipiell immer, ihr könnt den im Sommer, Winter, Herbst, Frühling überall rauchen, immer rauchen. Diese süße, helle Traube, die im Vordergrund ist und dann diese dunklere, herbe Traube, die das Ganze sehr, sehr schön abrundet und dann dazu diese, wie schon beim Eiskaktü erwähnte, super leckere, durch diesen neuen Shot dazugekommene Kühle von der Minze, Menthol, was auch immer das sein soll. Es ist einfach super getroffen, nicht zu kalt, nicht zu wenig kalt. Und damit ist es bis jetzt mein Platz 1 dieses Jahr. Wir machen am Ende des Jahres nochmal eine Top 5 und sehen dann, welche Tabake von hier sich halten konnten oder welche vielleicht sogar noch neu dazugekommen sind. Aber für mich aktuell Black and White auf jeden Fall Nummer 1. Einfach mal, um euch zu zeigen, was ich aktuell rauche. Vielleicht um euch auch nochmal einen Anreiz. Vielleicht um euch einfach auch nochmal einen Anreiz zu geben, was ihr euch denn holen könnt, wenn ihr vielleicht unentschlossen seid. Und damit, ja, war es das für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr stimmt mir da in vielen Teilen zu. Klar, Geschmäcker sind immer unterschiedlich, aber ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich super freuen. Wir haben bald 100 Abonnenten. Absolut krass. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Maishish.